wie genau du deinen Dickmachern widerstehst. Suggestion aus Abnehmhypnose. Ich heiße Ina Janel, ein Hypnosecoach. In diesem Video biete ich dir eine effektive Möglichkeit fürs Abnehmen. Wenn du das wirklich willst, dann wiege dich vorher, führe während der Abnehmphase ein Abnehmtagebuch von Beginn an. In diesem Abnehmtagebuch schreib dir alles auf, was du isst und wann du isst. Ergänzend höre dir die Texte einmal in der Woche mindestens an. Ich höre dir einmal in der Woche den Text an. Je öfter in den ersten 3 Wochen, desto besser. Auch mehrmals die Woche kannst du das tun. Und tägliche Bewegung fördert die Abnehmprozesse. Die Suggestion kann nur bewirken, was der Körper erlaubt. Jeder Körper ist anders. Jeder Stoffwechsel ist anders. Beachten Sie bitte folgenden Hinweise. Nehmen Sie eine angenehme Position ein, in der Entspannung möglich ist. Achten Sie darauf, dass Sie nicht gestört werden. Schalten Sie für die Dauer der Sitzung gegebenenfalls Ihr Handy ab. Trinken Sie vor der Sitzung ein Glas Wasser, damit Ihr Nervensystem ausreichend mit der Flüssigkeit versorgt ist und die Inhalte optimal verarbeitet werden können. Stellen Sie das Wiedergabegerät, über das Sie die Sitzung hören, auf eine angenehme Lautstärke ein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Stimmung gut führen können. Stellen Sie sich einen Wecker, wenn Sie zuverlässig zu einer bestimmten Zeit wieder wach sein wollen. Denken Sie immer im Anschluss an die Sitzung daran, erst wieder richtig wach zu werden, bevor Sie sich Tätigkeiten, wenn man die Aufmerksamkeit erfordert oder im Straßenverkehr teilnehmen möchte, zuwenden. Prüfen Sie, ob Sie wieder völlig wach und körperlich beweglich sind. Wenn Sie das Gefühl haben, noch etwas wach werden zu müssen, dann trinken Sie einen Schluck kaltes Wasser, nehmen Sie ein scharfes Bonbon, strecken Sie sich, atmen Sie tief durch. Damit sollten Sie in 3 bis 5 Minuten wieder vollkommen wach und fit sein. Ich werde deinem Unterbewusstsein nun einige Suggestionen geben, die dir dabei helfen werden, auf gute, gesunde und effiziente Weise abzunehmen. Dein Unterbewusstsein ist die Schaltzentrale deines Körpers und weiß genau, was gut für dich ist und was du brauchst. Und es weiß ebenso, was vielleicht nicht so gut für dich ist und was du vielleicht nicht unbedingt brauchst. Dein Unterbewusstsein ist auch der Teil in dir, der dir Lust auf etwas macht oder dafür sorgt, dass du etwas anderes vielleicht gar nicht beachtest. Der Teil in dir, der entscheidet, auf was du Appetit hast und was nicht. Und der Teil in dir, der auch entscheidet, ob du einer Verlockung widerstehst und oder nachgibst. Ich bitte dein Unterbewusstsein, deine Essgewohnheiten ab sofort zu ändern. Ich bitte dein Unterbewusstsein,
deinen Appetit und deinen Stoffwechsel so einzustellen, dass du abnimmst. Du wirst bewusster essen und gesünder für deinen Körper. Du wirst viel genauer darauf achten, was du isst. Du wirst dir ausreichend Zeit für deine Mahlzeiten nehmen und dabei genau wahrnehmen, was und wie viel du zu dir nimmst. Du wirst bewusster essen, indem du den Anblick der Speisen genießt und genau fühlst, wie viel davon gut für dich ist und wann es Zeit ist, aufzuhören. Dabei erkennst du auch ganz deutlich, ob du auch wirklich Appetit auf das hast, was da vor dir steht, ob es wirklich das ist, was dein Körper sich jetzt gerade in diesem Moment wünscht, oder ob es nur unnötiger Ballast ist, den du später vielleicht wieder bereuen könntest. Du wirst den Duft der Speisen in dir aufnehmen und du wirst jeden Bissen genießen, indem du die Speisen intensiv und langsam kaust, um den Geschmack deiner Mahlzeit voll auszukosten. Wenn dein Körper genug aufgenommen hat, so viel er braucht, um fit und gesund zu sein, so viel wie er braucht, damit du dich vollkommen wohlfühlst, wird sich dein Magen sofort schließen und du wirst ein ganz deutliches Gefühl der Sättigung spüren. Du wirst dir bewusst sein, dass es nun gut genug ist und wirst ganz von selbst mit dem Essen aufhören. Auf diese Weise nimmst du von Tag zu Tag ab. Deine Ernährung und dein Körper harmonisieren sich immer mehr und mehr, bis du das für deinen Körper optimale und gesunde Gewicht erreicht hast. Du fühlst dich dabei vollkommen wohl. Du nimmst wahr, wie sich dein Blick auf die Ernährung verändert. Du nimmst wahr, wie sich dein Essverhalten erkennbar verändert und freust dich, dass dein Unterbewusstsein dich dabei so wunderbar unterstützt. Mach dir jeden Tag bewusst, dass du dabei bist, abzunehmen. Mach dir jeden Tag bewusst, dass die Kraft der Hypnose in dir wirkt. Unterstütze dein Unterbewusstsein, indem du unnötige Verlockungen meidest und schon bei deinem Einkaufen darauf achtest, dir unnötige Dickmacher gar nicht erst ins Haus zu holen. Denn wenn du dein Unterbewusstsein unterstützt, kann es noch effizienter arbeiten. Wenn ihr, du und dein Unterbewusstsein, am selben Strang zieht, kannst du die besten Abnehmerfolge erzielen. Du wirst dann ohne Schwierigkeiten und jegliche Nahrung verzichten können, die unnötig dick macht. Dein Körper verlangt ganz von selbst nach dem, was für dich gut und gesund ist und was dich beim Abnehmen unterstützt. Dein Unterbewusstsein weiß, welche Nahrung du brauchst, um dich auf gesunde und natürliche Art abnehmen zu lassen. Und genau auf diese Nahrung wird es dir Appetit machen. Ganz von selbst bekommst du Appetit auf die Nahrungsmittel, die deinen Körper auf natürliche und gesunde Art und Weise abnehmen lassen. Du wirst merken, wie dein Gespür für gute Nahrung besser wird und wie du intuitiv zu gesunden Dingen greifst.
All diese Worte sind ganz tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und all dies wird genauso eintreten, wie ich es sage. Denn jedes meiner Worte entspricht ganz deinem eigenen Wunsch und Willen und wird deshalb genauso eintreffen, wie du es von mir zu hören bekommst. Dein Unterbewusstsein wird dich mit all seiner Kraft unterstützen, denn diese Worte sind gut und gesund für deinen Körper und sie sorgen dafür, dass du dich von Tag zu Tag wohler fühlen wirst. Ohne Schwierigkeiten wirst du ab sofort durch eine andere Einstellung zum Essen und durch die Unterstützung deines Unterbewusstseins von Tag zu Tag, von Woche zu Woche deutlich erkennbar abnehmen. Und zwar so, wie es für deinen Körper gut und gesund ist. Dein Unterbewusstsein reguliert deinen Appetit und deinen Stoffwechsel so, dass du ganz von selbst abnimmst, bis du das für deinen Körper optimal gesunde Gewicht erreicht hast. Und auch dann wirst du weiterhin bewusst und gesund essen. Denn du wirst spüren, wie du dich von Tag zu Tag immer wohler und glücklicher fühlst. Und wie es dir immer besser und besser geht. Du wirst dann mit dir und deiner Figur vollkommen zufrieden sein. Deine Gesundheit festigt sich von Tag zu Tag immer mehr. Du wirst immer schlanker und fühlst dich vollkommen wohl und bist stolz und glücklich. Alle Speisen, die unnötig dick machen, werden dir vollkommen gleichgültig sein. Dein Körper verlangt nur nach Speisen, die für ihn gut und gesund sind. Und diese Speisen werden dich auf vollkommen natürliche Art und Weise abnehmen lassen. Dein Puls schlägt dabei ruhig und normal. Dein Kreislauf ist stabil. Deine Verdauung und dein Stoffwechsel werden perfekt arbeiten. Dein Unterbewusstsein stellt sie optimal ein, sodass du auf optimale Art und Weise vollkommen gesund abnimmst. Du bist mit deinen Essgewohnheiten vollkommen konsequent. Und all das fällt dir vollkommen leicht. Und von Tag zu Tag geht es dir in jeder Hinsicht immer besser. Und von Tag zu Tag nimmst du immer weiter ab, bis du das für deinen Körper optimal gesunde Gewicht erreicht hast und dich damit vollkommen wohlfühlst. Ich bitte dein Unterbewusstsein, deine Essgewohnheiten ab sofort zu ändern. Ich bitte dein Unterbewusstsein, deinen Appetit und deinen Stoffwechsel so einzustellen, dass du abnimmst. Du wirst bewusster essen und gesünder für deinen Körper. Du wirst viel genauer darauf achten, was du isst. Du wirst dir ausreichend Zeit für deine Mahlzeiten nehmen und dabei genau wahrnehmen, was und wie viel du zu dir nimmst. Du wirst bewusster essen, indem du den Anblick der Speisen genießt und genau fühlst, wie viel davon gut für dich ist und wann es Zeit ist, aufzuhören. Dabei erkennst du auch ganz deutlich, ob du auch wirklich Appetit auf das hast, was da vor dir steht. Ob es wirklich das ist, was dein Körper sich jetzt gerade in diesem Moment wünscht, oder ob es nur unnötige Ballast ist.
den du später vielleicht wieder bereuen könntest. Du wirst den Duft der Speisen in dir aufnehmen und du wirst jeden Bissen genießen, indem du die Speisen intensiv und langsam kaust, um den Geschmack deiner Mahlzeit voll auszukosten. Wenn dein Körper genug aufgenommen hat, so viel er braucht, um fit und gesund zu sein, so viel wie er braucht, damit du dich vollkommen wohlfühlst, wird sich dein Magen sofort schließen und du wirst ein ganz deutliches Gefühl der Sättigung spüren. Du wirst dir bewusst sein, dass es nun genug ist und du wirst ganz von selbst mit dem Essen aufhören. Auf diese Weise nimmst du von Tag zu Tag ab. Deine Ernährung und dein Körper harmonisieren sich immer mehr und mehr, bis du das für deinen Körper optimale und gesunde Gewicht erreicht hast. Du fühlst dich dabei vollkommen wohl. Du nimmst wahr, wie sich dein Blick auf die Ernährung verändert. Du nimmst wahr, wie sich dein Essverhalten erkennbar verändert und freust dich, dass dein Unterbewusstsein dich dabei so wunderbar unterstützt. Mach dir jeden Tag bewusst, dass du dabei bist, abzunehmen. Mach dir jeden Tag bewusst, dass die Kraft der Hypnose in dir wirkt. Unterstütze dein Unterbewusstsein, indem du unnötige Verlockungen meidest und schon bei deinem Einkaufen darauf achtest, dir unnötige Dickmacher gar nicht erst ins Haus zu holen. Denn wenn du dein Unterbewusstsein unterstützt, kannst es noch effizienter erarbeiten. Wenn ihr, du und dein Unterbewusstsein, am selben Strang zieht, kannst du die beste Abnehmerfolge erzielen. Du wirst dann ohne Schwierigkeiten und jegliche Nahrung verzichten können, die unnötig dick macht. Dein Körper verlangt ganz von selbst nach dem, was für dich gut und gesund ist und was dich beim Abnehmen unterstützt. Dein Unterbewusstsein weiß, welche Nahrung du brauchst, um dich auf gesunde und natürliche Art abnehmen zu lassen. Und genau auf diese Nahrung wird es dir Appetit machen. Ganz von selbst bekommst du Appetit auf die Nahrungsmittel, die deinen Körper auf natürliche und gesunde Art und Weise abnehmen lassen. Du wirst merken, wie dein Gespür für gute Nahrung besser wird und wie du intuitiv zu gesunden Dingen greifst. All diese Worte sind ganz tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert und all dies wird genauso eintreten, wie ich es sage. Denn jedes meiner Worte entspricht ganz deinem eigenen Wunsch und Willen und wird deshalb genauso eintreffen, wie du es von mir zu hören bekommst. Dein Unterbewusstsein wird dich mit all seiner Kraft unterstützen, denn diese Worte sind gut und gesund für deinen Körper und sie sorgen dafür, dass du dich von Tag zu Tag wohler fühlen wirst. Ohne Schwierigkeiten wirst du ab sofort durch eine andere Einstellung zum Essen und durch die Unterstützung deines Unterbewusstseins von Tag zu Tag, von Woche zu Woche deutlich erkennbar abnehmen. Und zwar so, wie es für deinen Körper gut und gesund ist. Dein Unterbewusstsein reguliert deinen Appetit und deinen Stoffwechsel so, dass du ganz von selbst abnimmst, bis du das für deinen Körper optimal gesunde Gewicht erreicht hast. Und auch
Dann wirst du weiterhin bewusst und gesund essen. Denn du wirst spüren, wie du dich von Tag zu Tag immer wohler und gesünder fühlst und wie es dir immer besser und besser geht. Du wirst dann mit dir und deiner Figur vollkommen zufrieden sein. Deine Gesundheit festigt sich von Tag zu Tag immer mehr. Du wirst immer schlanker und fühlst dich vollkommen wohl und bist stolz und glücklich. Alle Speisen, die unnötig dick machen, werden dir vollkommen gleichgültig sein. Dein Körper verlangt nur nach Speisen, die für ihn gut und gesund sind. Und diese Speisen werden dich auf vollkommen natürliche Art und Weise abnehmen lassen. Dein Puls schlägt dabei ruhig und normal. Dein Kreislauf ist stabil. Deine Verdauung und dein Stoffwechsel werden perfekt arbeiten. Dein Unterbewusstsein stellt sie optimal ein, sodass du auf optimale Art und Weise vollkommen gesund abnimmst. Du bist mit deinen Essgewohnheiten vollkommen konsequent und all das fällt dir vollkommen leicht. Und von Tag zu Tag geht es dir in jeder Hinsicht immer besser und von Tag zu Tag nimmst du immer weiter ab, bis du das für deinen Körper optimal gesunde Gewicht erreicht hast und dich damit vollkommen wohlfühlst. Du spürst nun, wie sich die Wirkung dieser Worte über deinen Körper ausbreitet. Dein Unterbewusstsein stellt deine Verdauung und deinen Stoffwechsel nun optimal ein. Es informiert jede Zelle in deinem Körper. Vielleicht fühlst du ein angenehmes Kribbeln, eine angenehme Energie. Die Wirkung meiner Worte verbreitet sich über deinen ganzen Körper. All das wird genauso eintreffen, wie du es von mir gehört hast. Denn all diese Worte entsprechen ganz deinem Wunsch und Willen und sie sind gut und gesund für deinen Körper. All diese Worte sind ganz tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und sie werden genauso in Erfüllung gehen, wie ich es gesagt habe. Dein Unterbewusstsein wird die heutige Nacht nutzen, um diese Worte noch viel tiefer zu speichern und sie noch intensiver über deinen ganzen Körper zu verbreiten. Und sie werden genauso in Erfüllung gehen, wie ich es gesagt habe. Ganz deutlich wirst du die positive Veränderung spüren und du wirst von Tag zu Tag mehr auf gesunde und natürliche Art und Weise abnehmen, so wie es für deinen Körper optimal ist. Ich werde nun, wenn du möchtest, dabei unterstützen in einen sehr angenehmen Entspannungszustand zu gelangen. Du brauchst währenddessen gar nichts Spezielles zu tun. Hör einfach auf meine Worte und folge ihnen mit deinen Gedanken. Wenn ich dich bitte, dir etwas vorzustellen oder einmal zu fühlen, wie sich gerade dein Arm oder dein Bein anfühlt, dann tu das bitte und tu es so gut, wie es dir in dem Moment gerade gelingt.
Versuche bitte nicht, etwas zu erzwingen. Wenn du das Gefühl hast, du bist gerade schon zu entspannt, um dir etwas Bestimmtes vorzustellen. Die Entspannung hat hier immer den Vortritt und du brauchst sie natürlich nicht zu unterbrechen, um dich auf etwas zu konzentrieren, was gerade dazu da ist, dich in die Entspannung zu führen. Gehe bitte nicht verbissen oder mit einer übermäßigen Vorgabe, was gleich wie passieren muss, an diese Anwendung heran, sondern lass die Entspannung einfach geschehen. Denn das Ziel ist es, eine tiefe Entspannung zu erreichen. Und dabei ist ein Erzwingen wollen oder ein fortwährendes Grübeln, ob dann es schon tief genug ist, ob es sich wohl gerade so anfühlt, wie es sich vielleicht anfühlen müsste, genau der falsche Weg. Lass lieber einfach los. Lass die Entspannung sich ausbreiten und schenke deinem Unterbewusstsein das Vertrauen, dass alles in deinem Inneren, das für das Erreichen des Entspannungszustandes wichtig ist, genauso durchführen wird, wie es für dich, deinen Körper und dein Unterbewusstsein gut und gesund ist. Lass deinem Unterbewusstsein die Freiheit, dich tiefer und tiefer in eine sanfte Entspannung zu tragen, so wie es hier und heute am besten für dich ist. Du musst nicht versuchen, etwas zu beschleunigen. Jeder Körper, jedes Unterbewusstsein hat seinen eigenen Weg in die Entspannung. Der eine spürt die Entspannung ganz deutlich. Bei einem anderen macht sie sich durch bemerkbar, dass er gerade nichts spürt. Und bei einem Dritten fühlt sie sich anfangs vielleicht ein bisschen so an, als würde der Körper sich ein wenig entspannen. Weil die Muskulatur immer ein klein wenig Eigenspannung enthalten muss, um gesund zu bleiben und diese ansonsten gar nicht fühlbare Eigenspannung plötzlich wahrnehmbar wird. Manchmal kann es beim Eintritt einer tiefen Entspannung auch zu einem leichten Kribbeln oder Jucken irgendwo am Körper oder zu einem leichten Spannungsgefühl in einem Muskel kommen. Wenn dir irgendetwas unangenehm sein sollte, kannst du selbstverständlich darauf reagieren. Kratz dich dann einfach oder lockere den Muskel. Das schadet der Entspannung nicht. Du wirst sehen, danach wird die Entspannung sich nur noch intensiver in dir verbreiten. Ganz egal, wie du die Entspannung wahrnehmen wirst, lass sie einfach nur so geschehen, wie dein Unterbewusstsein sie gestaltet. Beobachte ganz neutral, wie sie sich mit der Zeit vielleicht auch ein wenig wandelt und wie sie immer tiefer und intensiver wird. Und vergiss bitte
auch nicht zu genießen. Denn die Entspannung ist auch zum Genießen da, wenn man sie als Genuss willkommen heißt. Dann wird sie zumeist am intensivsten und bewirkt die schönste Erholungseffekte für Körper und Geist. Ich bitte dich nun, dich genau auf meine Worte zu konzentrieren und deine komplette geistige Kraft auf das lenken, was ich dir sage. Es ist wichtig, dass du deine Gedanken so gut wie möglich auf das lenkst, was ich dir sage. Denn so kann dein Unterbewusstsein Ich bitte dich nun, dich genau an meine Worte zu konzentrieren und deine komplette geistige Kraft auf das zu lenken, was ich dir sage. Das ist wichtig, dass du deine Gedanken so gut wie möglich auf das lenkst, was ich dir sage, denn so kann dein Unterbewusstsein deinen tiefstmöglichen Zustand der Entspannung in deinem Inneren erzeugen. Entspanne dich. Entspanne dich nun bitte vollkommen. Entspanne deinen ganzen Körper. Lass Ruhe in dich einkehren. Atme langsam und gleichmäßig. Fühle, wie sich langsam deine ganze Muskulatur entspannt. Dein Puls wird langsam ruhiger. Immer mehr angenehme Ruhe kehrt in dich ein. Immer mehr entspannt sich dein ganzer Körper. Ein angenehmes Gefühl der Ruhe und Entspannung breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Konzentriere dich nun einmal bitte ganz auf die Muskulatur um deine Augen, deine Augenlider, deine Augenbrauen. Bewege sie nicht, sondern fühle sie einfach so intensiv, wie du nur kannst, und versuche alle Anspannung loszulassen, die in dir ist. Jetzt konzentriere dich auf deine Stirn und lass auch hier alles los, was du loslassen kannst. Fühle genau, wie deine Stirn sich anfühlt. Und falls sie noch in irgendeiner Form angespannt sein sollte, lass diese Anspannung einfach los, so gut du gerade kannst.
Fühle auf diese Weise auch in deinen Kiefer. Fühle auf diese Weise auch in deinen Kiefer. In dein ganzes Gesicht und lass los. Entspanne deinen ganzen Kopf. Fühle in deinem ganzen Kopf und entspanne alles, was vielleicht noch angespannt ist. Entspanne deinen Hals. Entspanne deinen Nacken. Fühle, wie sich von deinem Kopf aus ein angenehmes, warmes Gefühl der Ruhe und Entspannung in deinem ganzen Körper ausbreitet. Fühle einfach nur. Fühle ganz genau. Und wenn du fühlst, dass du noch irgendetwas loslassen oder entspannen kannst, dann lass einfach los. Fühle einfach ganz genau in deinen Schultern und entspanne sie. Fühle in deine Oberarme. Fühle in deine Unterarme. Entspanne deine Hände. Entspanne deine Hände vom Handgelenk über den Handteller bis ganz in die Fingerspitzen. Entspanne deine Wirbelsäule vom Kopf an Zentimeter für Zentimeter. Und mit ihr deinen ganzen Rücken. Fühle, wie ein angenehmes Gefühl der Entspannung deine ganze Wirbelsäule umhüllt und in deinen ganzen Körper fließt. Und lass alles los, was noch nicht entspannt ist. Entspanne deinen ganzen Oberkörper. Entspanne deinen Bauch. Entspanne deine Beine. Entspanne deine Füße bis tief in die Zehenspitzen. Immer mehr breitet sich dieses angenehme Gefühl der Ruhe und Entspannung in deinem ganzen Körper aus. Immer mehr entspannt sich jeder Muskel in dir. Und du beginnst langsam zu sinken in einen angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Fühle dich einfach vollkommen wohl und lass alles los, was noch nicht losgelassen ist. Nichts kann dich stören, nichts ist jetzt wichtig.
Du hörst nur auf meine Stimme und mit jedem Wort, das ich sage, entspannt sich dein ganzer Körper mehr und mehr. Immer mehr entspannt sich dein ganzer Körper. Immer mehr Ruhe kehrt in dich ein. Tiefer und tiefer sinkst du in diesen angenehmen Zustand. Tiefer und tiefer sinkst du in diesen angenehmen Zustand. Achte nun bitte einmal auf deine Atmung. Du atmest ruhig und gleichmäßig. Du atmest ein und wieder aus. Ein. Und wieder aus. Ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, das ich sage, sinkst du tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Tiefer und tiefer. Immer tiefer. Der Atemzug bringt mehr von dieser angenehmen, warmen Energie, die die Entspannung mit sich bringt, in deinen ganzen Körper. Jeder Atemzug entspannt dich noch mehr. Tiefer und tiefer. Lass deine Gedanken fließen. Halte keine Gedanken fest. Lass deine Gedanken einfach kommen und leicht wieder gehen. Lass sie ziehen. Lass sie entschweben wie einen Luftballon. Halte keine Gedanken fest. Immer wenn ein Gedanke in dir aufsteigt, nimm ihn an und lass ihn gleich wieder los. Kein Gedanke kann dich stören. Du hörst nur auf meine Stimme und sinkst tiefer und tiefer in diesen angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Tiefer und tiefer. Kein Gedanke kann dich stören. Nichts kann dich jetzt mehr stören. Kein Geräusch. Kein Lichtstrahl. Kein Gedanke, nichts kann dich stören. Alles Äußerliche ist vollkommen egal, vollkommen gleichgültig.
Du nimmst es vielleicht für einen kleinen Moment wahr, aber es hat jetzt und hier einfach keine Bedeutung mehr. Nichts ist jetzt wichtig. Du fühlst dich vollkommen wohl, sicher und geborgen. Jedes Geräusch, jeder Reiz von außen löst dich einfach nur noch tiefer und tiefer. Du sinkst tiefer und tiefer. Immer tiefer und tiefer. Sinke tiefer und tiefer. Nichts kann dich stören. Dein Unterbewusstsein öffnet sich nun ganz weit für meine Worte. Ganz weit öffnet sich dein Unterbewusstsein. Es nimmt jedes Wort auf, das ich sage, und es setzt genauso um, wie ich es sage. Sinke einfach tiefer und tiefer, während dein Unterbewusstsein sich immer weiter öffnet und meine Worte immer besser aufnehmen und immer tiefer in dein Inneres tragen kann. Du sinkst noch tiefer und tiefer. Mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, das ich sage. Immer tiefer und tiefer. Du bist vollkommen entspannt und entspannst dich immer noch mehr. Tiefer und tiefer. Mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, das ich sage. Du bist bereits angekommen in einem recht tiefen Zustand der Ruhe und Entspannung. Und du kannst dich jetzt einfach immer noch tiefer sinken lassen. Dein Unterbewusstsein führt dich immer tiefer in diesen wunderbaren Zustand der Entspannung. Sinke tiefer und tiefer. Sinke tiefer und tiefer. Wenn du dann wieder wach bist, wirst du wieder vollkommen fit und erholt sein, und dein Unterbewusstsein wird dafür sorgen, dass die Hypnose sich wieder vollkommen auflöst, sodass einfach nur die Entspannung und Erholung übrig bleiben. Du ansonsten aber wieder vollkommen wach und fit bist. Lass dich nun einfach von der Musik tragen und genieße die Entspannung, solange du möchtest.
Ich werde nun gleich bis drei zählen und bei drei kannst du deine Augen wieder öffnen und bist dann wieder vollkommen wach. Ich zähle nun bis drei und bei drei bist du wieder vollkommen wach. Eins, deine Atmung, dein Puls, dein Blutdruck stabilisieren sich wieder auf die für dich normale Wachwerte. 2. Dein ganzer Körper kehrt immer mehr zurück in den normalen Wachzustand. 3. Wach auf, öffne die Augen.